So, und da sind wir wieder. Dann wollen wir hier mal die Quests annehmen. Das haben wir ja gestern nicht gemacht. Begleitet Prinz Farondis zu den Ruinen von Nathalas. Nehmen wir gleich an. Ich weiß nicht, ob das als Begleitquest gilt. Infiltriert die Schiffbruch-Arena und findet Okuna Langhauer. Nehmen wir an. War hier nicht noch eine gewesen? Hä? Hatten wir nicht gestern. Ach so, die eine hatten wir gestern ja schon angenommen. Das war. Hier, das mit den Köchen. Die hatten wir ja ausgeblendet noch. Genau. Ich hätte mich Königin Ashara nie entgegenstellen dürfen. So. Ich Dann. breche jetzt auf, Nachtwächter. Ich bezweifle, dass man mich vermissen wird. Bleibt dicht an meiner Seite, Champion. Gut. Es war eine gute Entscheidung, dass wir die noch nicht direkt angenommen haben. Wie lange steht diese Straße bereits unter Wasser? Die Landschaftsgärtner müssen unterrichtet werden. Bäh. Geht's noch? Ja, es war eine gute Idee, dass wir die noch nicht angenommen Wie dreist von euch einfach hier aufzutauchen? Es tut mir leid. Was war denn? Warum die alle so sauer auf ihn sind? Gedacht! Oh. Alter Schwede. Ich will das auch können. Feigling. Arschloch. Das habt ihr uns angetan, Farondis. Wir wurden ich tat nur, was ich für richtig hielt. Vorsicht! Weil die Geister sind oder was? Eieieiei. Champion, wo wollt ihr hin? Ja, ich muss erstmal aufsitzen, du rennst sonst weg. Bonus ziehen. Faldris, mein getreuer Hauptmann. Halt! Ihr dürft nicht wieder nach Nathalas hinein. Nicht nach den letzten Vorkommnissen. Ich flehe um Vergebung, Faldras. Ihr habt unsere Heimat geschändet und uns den befreienden Tod verwehrt. Mhm. 10.000 Jahre Verdammnis für 10.000 Elfen. Nur wegen eurer törichten Allianzen und Intrigen. Wie kann ich meine Schuld begleichen? Es gibt nichts mehr, was ihr tun könnt. Einst, Prinz. Vor 10.000 Jahren, war Asuna wunderschön. So, wir nehmen die Quest an. Nathalas leidet immer noch. Besiegt Atissa. Wir bekommen einen schönen Rücken oder einen Ring. Da wäre ich für den Rücken. Ja. Möge die Macht des Arkanen mit euch sein. So, dann gucken wir mal. Elun Ador. Kann ich hier irgendwas machen? Eine Heilung draufhauen? Nö. Guten Tag. Mal gucken, wie viel ein Kill gibt hier. Ja, jetzt könnte ich mal den Prinz gebrauchen, dass er ein bisschen Schaden mitmacht. Prozent ein Kill. Ihr habt eure Befehle. Findet den gezeigten Stein und bringt ihn zurück zu Königin Ashara. Diese Kreaturen kennen nicht seine wahre Macht. Der gezeigte Stein gehört Ashara, der Strahlenden, dem Licht der Tiefe. Aha. Durchkämmt die Sande. Nehmt die Ruinen auseinander! Wer ist denn Fargrim? Tötet jeden, der sich euch in den Weg stellt! Jo, wir nehmen mal an. Könnte nützlich werden. Ich bin geehrt. So, besorgt 3 Glyphen der Hassnatter. Die Göttin schütze euch. Und hier sucht nach 3 uralten Folianten der Hochgeborenen in den Ruinen von Nathalas. Da vorne
Hier wird irgendwie eins angezeigt. Ah, hier hoch müssen wir. Hier oben. So, da haben wir einen befreit. Hä? Wieso hat er denn nicht mitgebracht? Ach, hier. Uralter Foliant. Gucken, ob der bei ihm mitgezählt hat. Scheint so. Boah, alter Schwede, der macht Schaden. Der ist gut, der macht Schaden. So, hier vorne. Primitive Statuette. Das hatten wir schon beim Livestream gehabt. Das ist ein Gegenstand, um seine Artefaktmacht hochzujagen. Wie hoch ist der eigentlich, der Typ? 101, naja. Ich habe kein Ziel. Der macht viel mehr Schaden als ich. So, hier. Na, wir müssen dann wahrscheinlich unten nochmal was machen. Sauber. Ordensressourcen. Ich glaube, die brauchen wir, um irgendwas Besonderes da zu machen. So, hier unten. Hier müsste irgendwas sein, da. So, der. Dahinten. Was brauchen wir denn noch? Tissa besiegt. Hier rausziehen, wie viel Prozent bringt das? 4%. Ach, der ist gerade hier auf dem Weg zu dem Folianten. Okay. Der ist wahrscheinlich hier unten rein. Wow. So, komm, Ball um, genau, so ist gut. So, und wo ist jetzt dieser komische Foliant? Der müsste ja hier irgendwo liegen. Hier raus. Hä? Hä? Geht es noch weiter runter? Ach komm, nerv mich nicht hier. Irgendwo muss doch der Foliant hier liegen. Oder oben. Ich weiß es nicht. Geht's hier hoch? Ja, toll.
Da kann man ja ewig suchen. So, dann Quest abgeben. Oh ja, auch gut. So, die beiden Quests abgeben. Kann ich behilflich sein? Die hier abgeben. Ich bin geehrt. Und das waren die beiden Quests. Und ach, da ist er. Scheiße. Da ist schon wieder eine neue aufgetaucht. So. Wie darf ich helfen? Verwende die Seherkugel, um zu sehen, wo sich die Nachtelfengeister aufhalten können, und zieht dann los, um sie zu retten. Die Kugel. Seid gegrüßt. Die Kugel hier. Seid vorsichtig. Da drüben. Okay. Und hier auch. Und da unten. Also dreimal. Okay. So, dann würde ich sagen, ab durch die Mitte. Hier einmal. Der ist offline, auch geil. So, gut. Einen haben wir geschafft. Ja gut, da kann ich auch hier aus der Gruppe rausgehen. Dann wird's knapp. Mal ein bisschen heilen, heilen, heilen. So. Gut. Die ersten haben wir befreit. Und die zweiten folgen sogleich. Du wirst sterben. Na komm. Komm. Fort mit. Boah, wir sind bald Level up. Bald. Nicht gleich, bald. Vielleicht schaffen wir es in dieser Folge noch. Das weiß ich nicht, aber könnte sein, könnte auch nicht sein. So. Die zweiten. Natalas besiegt. Heißt, wir müssen hier hoch. Hier immer schön die Speere rausziehen. Das gibt 4%. Aber ich sag mal, wenn wir die Bonusquest fertig haben, müsste es eigentlich geschafft sein. So, wir... Boah. Ich frage mich die ganze Zeit, warum wir Leben verlieren. Und wir werden von hinten angegriffen. Drecksnager. Komm, bisschen schneller. Hallo. Dankeschön. So. Also ich muss sagen, früher war Priester einfacher zu spielen. So, komm. Fall um, fall um, fall um.
Und weg mit. 71%. Also ich glaube, wenn wir das Bonusziel fertig haben, sind wir Level up. Und tschüss.